Ja, hallo, liebe Individualisten und herzlich willkommen. Ich bin der Chris und ich bin heute unterwegs in der Gemeinde Altenmarkt, genauer gesagt Altenmarkt im Tristingtal, das heißt im südlichen Wienerwald unterwegs, und zwar auf das Hocheck. Und ja, das sind so um die, ich glaube, was waren es, 800 Höhenmeter? Lass mich kurz schauen. Ja, genau, 800 Höhenmeter. Aufstieg, 800 Höhenmeter, Abstieg. Und der Gipfel ist knapp über 1000 Meter. Und ja, ich muss das Wetter heute ausnutzen. Es ist Samstag, der 7. April 2018 und es ist strahlend blauer Himmel. Wie ihr da oben auch sehen könnt, keine Wolke am Himmel. Oder fast keine zumindest. Und ja, ich möchte eben heute auf das Hocheck. Die Tour hat so ja, knappe 15 Kilometer, eine angegebene Gehzeit von 4,5 Stunden. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen länger brauchen mit der ganzen Filmerei und so, aber das macht ja nichts, ich habe ja Zeit. Es ist noch zeitig am Vormittag, es ist jetzt circa 8:30 Uhr. Und ja, ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal weiter. Eindeutig Bärlauch. Ja, ich habe noch ein bisschen was zum Frühstücken mit, was ich mir dann oben am Berg vergönnen will. Und da passt der Bärlauch perfekt dazu. Thank you.
Ja, Leute, und immer wieder der Müll in der Natur. Ich verstehe es einfach nicht. Ihr wisst ja, wie ich das hasse, wenn die Leute einfach ihren Plastikdreck in die Natur schmeißen. Dann zahlen sie die vollen Flaschen rauf, über 600-700 Höhenmeter. Und dann die leere Flasche wirft man in die Natur und kann man nicht mit runternehmen. Ich verstehe sowas einfach nicht. Ich krieg da echt einen Hass. Das da nehme ich jetzt auf jeden Fall mal mit und werde es dann entsorgen. Ja Leute, jetzt muss ich noch da hoch. Das ist quasi der finale Anstieg auf das Hocheck, zum Hocheck-Schutzhaus. Da geht es jetzt noch hoch. Ja, und dann bin ich am Gipfel. Auf geht's! Ja, da ist das Hocheck-Schutzhaus und da hinten noch die Aussichtswarte. So, die letzten Meter. Ja, der Rucksack, der bleibt jetzt mal da herunten und ich gehe jetzt erstmal auf die Warte rauf.